Hallo und willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. So, wir gehen einmal. Ja, hallo Dutch, hallo. Schön dich zu sehen oder wie auch immer. So, einmal zu meiner Pritsche hier. Hab ich irgendwo Haarwuchsmittel? Ohne Bart gefällt mir Arthur so gar nicht. Nee, nicht nochmal rasieren. Eher das Gegenteil. Ein Brief liegt da. Na gut. Boah. Dear Arthur. I've written this letter 100 times or more, and I cannot get it right. It's me. You know it's me from the bad handwriting. I know I said when we last spoke, and I was going off to get married, that we would not speak again. I know I said a lot of things, and I meant them, I suppose, at the time. But I'm not so proud as to not speak to people who care for me. Reverend, halt's Maul, ich verstehe nix. I've been in Valentine for a couple of months. I had some bad luck and ach so. Well, jetzt wo es schlecht läuft, muss der Papa wieder helfen. Also der Ehemann, der Arthur. I saw a couple of the girls, or whatever the polite term is for them, that ran with you and your associates in town, and I heard tell of a man who sounded like you. Ja, das bin ich. To see you again, if you could spare me a little bit of your time. I'm renting a room at Chadwick Farm, just north of Valentine. Aha. Yours, Mary Linton. Danke, Mary. Gut. Hat sie uns schön vorgelesen. So, und Swanson, wo bist du denn? Halt die Fresse, wenn ich lese. Ich kann nur eine Sache gleichzeitig. So, rauf aufs Pferd. Wir haben noch eine Mission von Leopold Strauß. Yes, Miss Grimshaw. Was gibt's? Mr. Matthews gave me a message for you. He said, when it was convenient, to head into Emerald Ranch. He's looking at a few business things there. Okay. Oh, he'll find something too. He always does. Ja, wunderbar. You be well now, Mr. Morgan. Du auch, Susan. Well, Miss Grimshaw. So, das ist aber relativ cool. Hosea hat die Mission da bei dem, ja halt auf der Emerald Ranch. Wenn wir die machen, können wir Kutschen verticken. Zuerst wollen wir hier mal erstmal Schulden eintreiben, dann mein Kopfgeld beseitigen. So, da will ich hin. Hier gibt's Möhren. Wildmöhren. Und was für eine große das ist. Das hätten sie noch einführen sollen. Nicht nur legendäre Tiere, auch legendäre Pflanzenarten. Gibt da irgendwie eine Riesenmöhre. Richtig schönen Kautabakbaum. Irgendwie sowas. Na gut, Pferde stehlen braucht man nicht, aber Geld. Geld müssen wir stehlen. Ganz, ganz viel. Wer schreit da? Ja? Was ist los? Willst du mich ausrauben? Was ist denn los mit dir? Du warst doch gerade auf dem Baum. I need medicine or a siphon. All right. Jesus, nein, ich wollte doch nicht saugen. Ich hab Medizin. Naja, ein gerettetes Leben ist ein gerettetes Leben. Oh, you saved my life. Ja. Got that right. I do. Ich habe eine gute Saugetechnik. Ja, klingt gut. Ich muss auch mal weiter. Jemand anderen verkloppen. Das glaube ich. Was hat denn dem auf dem Baum gebissen? Keine Ahnung. Ist ja nicht mein Problem. So, dann aber ein bisschen schneller mal mein Pferd. Und du hast immer noch schlechte Ausdauer. Na gut. Dann schalten wir hier, beziehungsweise nach der Mission, werden wir kurz nach Valentine gehen und mal dieses Pferdepflege-Komplettpaket buchen. Dann sind die Kerne so schön vergoldet. Das wird dem gestohlenen Gold sicher gefallen. Hoffentlich hat ihn noch niemand als vermisst gemeldet, obwohl der Besitzer ist tot. Kann eigentlich nichts Schlimmes zur Folge haben. So. Muss ich hier hin? Das sieht richtig aus. Oh je, mein Kopfgeld.
Ah, da ist er. Thomas Downs? Yep, that's me. You owe me money. Oh, no, no, I'm... Ja? We ain't a charity, Mr. Downs. Oh, da ist die Tür. Oh, come here, you maggot. Please, sir. I'm... Nein, nicht mit der Hake. Was soll denn das? Would you? Please, I have a family, sir, please. Ich auch. I don't care about your family. Wieso kann ich ihn nicht verschonen? Why did it have to come to this, huh? Believe me, sir, I didn't want this either. Ja, ein bisschen prügeln müssen wir. Nur ein bisschen. Your dad's caught you, mister. And it ain't letting go. Komm schon. Gib mir doch einfach das Geld. This is not forgiveness of my debt. This is just a stay. You ain't such a do-gooder, are you? Der tut mir so leid. I'm not running anywhere. I'm doing my best for you. Was hast du gesagt? Ich wollte ihn gerade noch mal hauen. You borrowed money from my business partner, Herr Strauss. You owe him. You took the money. He wants it back. What's not to understand? Huscht mich doch nicht einfach so an. I don't have it. Sell your place. We already owe more than it's worth. Then sell your wife, or your family, or something. We ain't your idea of charity. Is that clear? Thomas! Oh, der Thomas tut mir echt leid. Thomas! Ich mag die Leopold Strauss Mission nicht. Well. If we could just have more... Like I said, we ain't nobody's idea of charity. Get us the money. Kann ich jetzt hier alles looten? Oh, anscheinend nicht. Bin davon geritten. Gehe ich wieder Richtung Camp oder? Na gut. Arthur wird wissen, wo es hingeht. Ich bin gerade nur Passagier. Boah, nette Gegend. Ich wollte mein Pferd eigentlich in die Waschanlage bringen. Na gut. Dann müssen wir halt diese szenische Szenerie erstmal genießen, bevor wir dann wieder den ganzen Weg zurückreiten. Und dann kaufe ich mir Haarwuchsmittel, das kann doch nicht sein. Ah, okay. Beim Camp einmal mit dem Herrn Strauß reden, weil sie einen Scheiß nicht mehr machen will. Ich bin viel zu weichherzig. Oh, ein Topf wäre fertig. Dann wird mein Pferd aber eher gebrauchen als ich. Ah, muss er denn so weit hinten sitzen? Könnte ja auch mal was Produktives tun. Wer bist du? Warum starrt ihr hier hin? Ja gut, das ist eine schöne Lichtstimmung, das kann ich verstehen. Ah, how did you get on? Not so good. He's almost dead. And they seem more or less destitute. You were a fool for lending them the money. Well, people who aren't desperate don't seem so interested in my propositions. Of course. Das war alles, deswegen den ganzen Marsch nochmal hierher. Na gut, die haben wir abgeschlossen. Auf Bronze. Haben mich mal wieder dämlich angestellt. Was hätte ich besser machen können? Schneller reiten, ich hab's gewusst. Aber das liegt nicht an mir, das liegt an dem Pferd. Na, echt langsam, obwohl es echt schön aussieht. So, jetzt noch einmal was spachteln. Du hast erst vor kurzem einen Topf gegessen, das glaube ich aber nicht. Daran kann ich mich nicht erinnern. Na dann, auf nach Valentine, Kopfgeld bezahlen. Gern geschehen. I'll work hard. I am not a bad fella. You'll soon warm to me. Just see that I do. Oh, you will. And boy? Ja. Thank you. For saving my life. Oh. Yeah, of course. Sehr gut. Dankeschön. Okay, I'll catch you later then. Ist gar nicht, dass die sich so gut verstehen. Und dass Arthur sich mal bedankt. Ist ja nett. So. Auf nach Valentine. Der Wegpunkt ist jetzt scheißegal. So. Kopfgeld bezahlen. Pferd in die Reinigung bringen. Habe ich sonst noch was vergessen? Vielleicht die Bank ausrauben. Das könnte immer eine gute Idee sein.
So, und dann macht mal entweder die Mission mit Mary. Wollt ihr? Au! Waffe! Stirb! Stirb! Ich brauche eine andere Waffe, die schießt hier nur zweimal. Komm schon, Pferd, töt auch mal was. Oh, hab nicht abgedrückt. Hab nicht abgedrückt, das war ein Fehler. Ja doch, auch beim Reiten zu verschießen. So, voll in die Leber. Eine Kugel ist zwar auch giftig, aber das kriegt sie nicht mehr gefiltert. So. Ja, hast du gut gemacht, du. Ja, ganz. Ganz ruhig, so. Erstmal mein Dead-Eye wieder hochsaufen. Oh, Süßigkeiten helfen auch. Das sind Zielsüßigkeiten. So, was haben wir denn? Guten Stoff. Das ist schon besser. Ein O'Driscoll, den ich looten kann, ist ein guter O'Driscoll. $3? Das läuft ja so langsam hier. Irgendwann kann ich mir mal ein gescheites Gewehr kaufen. Sobald es freigeschalten ist, natürlich. So, wo haben wir denn die ganzen Leichen? Da liegen noch zwei. Das X markiert die Stelle. Oh, der hat aber einen besonders leblosen Gesichtsausdruck gehabt. Hätte sich für seinen letzten irgendwas anderes überlegen sollen. Das hier geht. Der sieht einfach nur schläfrig aus. So. Echt, ich habe nur 4 umgeschossen. Ich dachte, das waren mindestens 50 Gegner. So habe ich mich zumindest angestellt. Ach, da liegen ja noch welche. Zumindest einer liegt da noch. So. Gutes Pferd. Und... ja, Toto Driscoll. Nochmal fast $4. Gerne mehr davon. Jetzt übersteigt sogar mein Kontostand, den ich gerade habe. Bald kommt ja neues Geld. Und dann werde ich das gleiche wahrscheinlich nochmal machen. Nee, meine Motorrad-Führerschein. Kostet. Alles kostet heutzutage. Früher hat gar nichts gekostet. Ja, das Kopfgeld. Auf zur Post. Da ist sie ja. Toll. Die ganzen O'Driscoll-Moneten, die ich gerade eingesammelt habe. Netter Hund. Streicheln! Oh, bist du ein süßer Kleiner? Ja, guter Junge. Guter Junge. Kann dich auch untersuchen. Und meine Untersuchung ergeben, dass du ein wunderbarer Junge bist. Ja, so ein schöner Hund. Okay. Hab jetzt genug von meinem Tierautismus hier rausgelassen. So, jetzt wird's Zeit, mein Kopfgeld selber zu bezahlen. Dann sind wir nämlich wieder schuldenfrei. Und können frei rumlaufen. Welcome. How do you do? Sehr gut. Zugfahrkarten, Kopfgeld bezahlen. Ja. Ready for a clean slate? Ja. Und keine kriminellen Aktivitäten mehr, wegen derer sie uns verknacken können. Ich kann Post verschicken. Was will ich denn verschicken? Ach, Knochenkoordinaten. Na gut. Take care now. Oh, ich krieg pro Koordinaten eine Belohnung. Das ist aber schön. So, jetzt aber nochmal rauf auf den Gaul und hoffentlich haben die Ställe noch offen. Ansonsten müssen wir da einbrechen. Ich glaube, die haben zumindest die Ställe haben rund um die Uhr offen. Na, schauen wir uns gleich mal an. Bin doch aufs richtige Pferd gestiegen, oder? Hat sich niemand beschwert. Wird schon passen. So. Dann einmal mit Unterbodenwäsche. Da freut sich das Pferd besonders. Es kribbelt nämlich so schön im Schritt. Obwohl, das ist ein Mädchen. Ist egal. Die haben ja auch Spaß an Duschköpfen. Pferdezubehör und Dienste. Pflegeleistung. Und ich kann es benennen. Ferdinand. Perfekter Name.
Hab dem nichts hinzuzufügen. So, und dann, was ist in der Nähe? Ich glaube, ML, ja. Das würde ich sagen, ist in der Nähe. Ach, was soll's, dafür brauchen wir keinen Marker. Das finden wir auf die altmodische Art mit der Minimap. Oder nach dem Weg fragen. Aber ich glaube, die Minimap reicht. Ja, da freut sich das Pferdchen. Da freut sich das Pferdchen. Vorsicht. Man soll nicht mit einem Gaul in die gute Stube reiten. Alte Altweiber. Weisheit. Yes? Hey, nicht betrohen. Is Mrs. Linton in? I'll go see. Dankeschön. Mrs. Linton, a caller for you. Also ich mach nie mit der Waffe die Tür auf, zumindest nicht mit der herkömmlichen Waffe. Manchmal bin ich aber in Boxershort. Die Hello, sieht nicht schlecht Arthur. Aus. Und mit der waren wir mal zusammen. Mary. Was ist passiert? Okay. Where's what's his name? Died. Ooh. Well, I'm sorry to hear that. Yeah, me too. Happened a while ago. Pneumonia. Bad business. Sure. So, you've been you've been made a widow and you come here looking for me, is that it? No, ain't like that, Arthur. Ah, okay. Was willst du? Raus mit der Sprache, Mädchen. I need your help. You mean the family that always looked down on me? You want me to help? It's my little brother, Jamie. Da kann ich nicht helfen. Kenn mich nur mit Frauen aus. I always liked Jamie. At least compared to the rest of them. He's broken Daddy's heart. Daddy has a heart. Don't make me beg you, Arthur. My money, my life, me. I wasn't good enough. I'm sorry. We need your help real bad. Little Jamie's joined the Chelonians, that strange religious order. Yeah. For him. They're quite mad, Arthur. They'll kill him. You're the only person he'd listen to. So, I'm too rough to marry into your family, but it's okay to ask me to help in saving your family. I'm sorry. I understand if you don't want to help me, but I think of you often. And das will ich doch hören. A time ago now. I'm begging you, Arthur. I say let Jamie live Jamie's life and not the nightmare that his daddy dreamed up for him. Jamie's so innocent, Arthur. Please. Arthur. Ach, bei so einem Bitte kann ich doch nicht Nein sagen. Will you help me? Was kriege ich dafür? Natürlich. Where is it? Somewhere out near Carmody Dell, I think. The rancher there said he'd seen him around the Cumberland Forest area. I just want him back, Arthur. If you find him, bring him to me at the station. I'll see what I can do. Du wirst die ganze Zeit am Bahnhof warten? You already owe me. Ja, und zwar ein Kind, kleiner Arthur-Nachwuchs. So, ich glaube, die Mission können wir dann tatsächlich auch gleich machen. Oh, ist ja, gehört zumindest zu einem Ding. Werde ich nicht verwirrt, wenn ich Jose jetzt helfe, eine Pferdekutsche zu stehlen. Ah, werden wir schon schaffen. So, jetzt eigentlich wieder Tag. Habe ich die ganze Nacht jetzt durchgelabert? Oder wird es jetzt erst richtig dunkel? Ich verreite mich doch so leicht. Entschuldigung, heiß und fettig, muss hier durch. Gut, ich bin nur fettig. Ich muss trotzdem durch. Ich bin auch ein bisschen durch. Spät am Abend, wo ich die Folge annehme. Und mit spät meine ich 22.45 Uhr. Ja, bisschen müde bin ich schon. Hält gar nichts mehr aus. Früher war alles anders. Ja, da habe ich noch Nächte durchzocken können, aber jetzt mit Beruf und so eher nicht. Vor allem morgen ist Montag.
Das wäre keine kluge Idee. Wer ist denn das? Hä? Hallo? Need a hand, miss? My horse up and died on me, twisted my ankle something fierce. Think you could give me a ride? Ja. Yeah, sure. Hop on. Oh, thank you, sir. Die sah so komisch aus. You know Emerald Ranch? Mind taking me there? Sure. Na gut, dann mach mal wohl das mit Jose an der Emerald Ranch zuerst. Raised it since it was just a foal. Losing a horse is hard. Sorry to hear that. Yeah, hoffentlich findet sie es wieder. Did right by me. Better than my husband, truth be told. That fool always complaining, but does he do something about it? Ich schätze nein. Man barely lifts his hand to wave the flies große away. Hirsche. Aside from to lift a drink, of course. Marriage for me. Viel trinken ist auch wichtig. But Biscuit, he was a fine animal, loyal, smart, brave. Didn't take no guff, not from no one. Had one of them mountain boys pull a gun on me once. I was riding up near the Dakota and had stopped by a nice warm patch. Must have dozed off, but I wake up and find some nasty piece of work pointing a rusty shotgun straight at me. Well, he gets wheezing on and I must have made some sort of noise, because the next thing I know, Biscuit had nipped his ear clean off. Kicked his hide too. Gutes Pferd. Didn't think a man could run so fast. Na, ohne Ohr rennt sie schneller. Yeah. Had a good laugh. Das ist ja Gleichgewicht sind nicht so beeinflusst. I tell the husband, what does he do? Should have never gone over there, honey, he says. Gee, thanks. So, you live at Emerald Ranch then? For the time being. I was looking for work. They was looking for some help with the gardens. If I waited any longer for my husband to put food on the table, I'd have died of starvation. Oh, we're getting close now. Das ist aber eine Frau, die sich auskennt und ordentlich was leistet. Bin gespannt, ob ich ihrem Mann noch auf die Fresse hauen sollte. Ja, weißt du schon. So. Eine gute Tat am Tag sollte ja drin sein. Gerne, ich raub euch später aus. Das ist ein Handjob. Oh, ihr Ehering. Oh, schaut mal, wie gut wir schon sind. Ja, das mache ich doch gerne. Na, ja, ich finde wirklich, jetzt sollten wir aber den kleinen Bruder retten, bevor wir hier mit Jose was anfangen. Sonst komme ich irgendwie durcheinander. Was schreit hier denn in der Gegend? Noch jemandem können wir auf jeden Fall nicht helfen. Ist das Wasser tief? Nein. Haben wir das auch schon rausgefunden, ist ja fantastisch, wie das heute läuft. So, dann einmal Luftlinie zurück und mein Pferd braucht wieder, keine Ahnung, bisschen Speed, damit schneller wird und dass die Ausdauer regeneriert wird. Obwohl, so ein Pferd auf Crystal Meth, also für die kurze Zeit, wo das Pferd dann noch lebt, wäre das bestimmt gigantisch, was das leisten könnte. Es wäre nicht gut, was es leisten könnte, hätte wahrscheinlich keinen Sinn und Verstand, aber der Mischmasch an Sachen, die es machen würde, wäre wahrscheinlich voller Energie. So jemand, irgendwer müsste mal ein Spiel machen, wo man das testen kann. Oh, scheiße Wölfe. Ich mag keine Wölfe. Ins Auge und in die Schnauze. Boah, ein Glück hatte ich, der Dai. Arthur, schieß! Okay, ja, haut ab. Lass dir das eine Lehre sein. Wo bist du? Wo bist du? Scheiße. Seid ihr gute Wölfe? Naja, sobald wir einen häuten, haben wir den, glaube ich, auch analysiert. Obwohl wir sollten wissen, was Wölfe sind. Ja, ja. Wolfsfell schlecht. Aber mein Kompendium wird aktualisiert. Mehr wollte ich doch gar nicht, so. Die Wölfe lassen wir da liegen, als abschreckendes Beispiel. Und dann geht's weiter. Wenn ich den Weg sehen würde, der führt mich hier über Stock und Stein. Da bricht sich mein Pferd nur ein Bein. Irgendwie so.
Ich habe ungeöffnete Briefe oder Pakete. Ah, meine Belohnung ist da. Bin gespannt, was das ist. Hab noch nie sowas. Ich habe die immer gesammelt, die Dinosaurierknochen. Ich habe noch nie einen davon abgeschickt. Ich dachte, die kriegt eine Riesenbelohnung am Ende. Naja, was soll's. Ja. Wir können die nicht nachschauen und da freue ich mich drauf. So, bin ich ganz schön steil hier. Was macht der Typ denn hier oben? Oh je. Ja, tatsächlich eine Sekte. Kann ich hier was looten? Looten, looten. Was haben wir denn hier? Arthur, bück dich! Na scheiße, bin in einer Mission. Geht nicht. Muss jemand anders nochmal herkommen. Keine Shell of Safety. Hört auf mit dem scheiß Schildkrötengelaber. Arthur? Ja. Your sister is very worried. The boy has chosen a path, sir. Ja, und zwar den falschen. Es gibt viele richtige, aber der ist hier definitiv falsch. His sister just wants to speak with him. Arthur, I've chosen a path. The boy has chosen a path. He's chosen safety. What path? Den Kultleader sollten wir umbringen. Sir? I'm still searching, I guess. We are all searching. Schön für euch. Is about searching. Was leuchtet da hinten so grün? For, do you think? Weiß ich doch nicht. Für Bestimmung, was auch immer. Da hinten sind so... Sind das Bäume? Safety? Ah, ich glaube, das war die Ölplantage. Zumindest wird's jetzt wieder hell. Jamie knows the truth. Yeah, ich glaube nicht. Of course, you may speak with him. Exactly. If your teachings are so great, what harm can I do? Ganz ruhig. I'm not coming with you, Arthur. Just come and speak with Mary. Wieso hauen alle vor mir ab? Leave me alone, Arthur. Nein. Ich habe einen Auftrag bekommen. Ein Auftrag wird durchgeführt. Boah, reit doch nicht bei den Sichtverhältnissen so schnell. Nein! Entschuldigung. Dass mein Pferd gleich verreckt, was die Ausdauer angeht. Brennen wir einfach durch sein Lager. Haferplätzchenzeit. Gutes Pferd. Ja, das schmeckt. Wo ist der Speed? Speed. So schön. Jetzt können wir wieder ein bisschen galoppeln. Ja. Die hat mich angeschrieben. Wir könnten sein Pferd anschießen. Und dann wären wir wieder die Bösen. Doch, ich wurde um Hilfe gebeten. Dann mische ich mich überall ein. Entschuldigung. Schöner Weizen. Oder was auch immer ihr hier anpflanzt. Mais. Sieht eher nach Mais aus. Was soll denn das? Spring doch drüber, mein Gaul. So, nichts passiert. Kleine Schürfwunde. Nein, wieso ist er denn so weit weg? Gaul. Also, ich fall schon spektakulär vom Pferd. Da ist er ja. Weg abschneiden. Schneid ihm den Weg ab. Oh, scheiße, Zug. Zug! Ich
fand, ich war nah genug dran. Na gut, Kontrollpunkt neu starten. Ich hätte ihn wieder aufgeholt. Oh, die ganze Scheiße nochmal. Gut, diesmal verreite ich mich nicht. Mein Pferd hat immer noch Hunger. Hätten sie die Kerne wenigstens auffüllen können. So, ein Plätzchen. Was haben wir noch? Hier, noch ein Plätzchen. Ja, da freut sich das Pferd. So, diesmal aber gescheit. Diesmal aber gescheit. Was machst du denn da? Ich glaube, der hat einen Unfall gebaut. Da kommt er mit seinem Scheißwagen nicht mehr raus. Wo muss ich denn überhaupt lang? Ah. Entschuldigung, Jungs. So. Jetzt werden wir es schaffen. Du könntest es versuchen. Bleib stehen! Oh, Jamie, your sister's worried about you. You pop up out of nowhere? Come on, you ain't stupid. You can see this is crazy. You're the crazy one. Ich bin nur ein bisschen verrückt. Aber ich nehme Medikamente dagegen. I was doing just fine by myself. So, Pferd. Spring, wenn du springen musst. Sorry, mister. What are you gonna do, Jamie? Ah, diesmal hat's besser geklappt. Glaub nicht, dass das deine Freunde sind. Nein. Hey. Der schießt nur in die Luft. Ich war doch vorhin genauso weit entfernt. Mein Pferd stirbt gleich. Scheiße. Ach, jetzt triggert's auf einmal. Hätt's davor irgendwie auch machen können. Please, Arthur. I'm a man now. I found something. A calling. You're just a kid. You're making a big mistake. I'm not taking advice from you. You're an outlaw. You leave me alone. They're good people. I'm warning you, Arthur Morgan. Dein Pferd. Leave me alone. Please, kid. Oh, mein Bart wächst nach, endlich. I warn you, Arthur. I'm gonna. I don't wanna live anymore. Kid, just leave me. Der überreagiert ein bisschen. Was? Rechts gedrückt? Ha! Gut getroffen. Now calm down. Was soll denn der Mist? Go see your sister. Okay. Ja, ist ja gut. Okay. Ist ja gut. Ich bin ziemlich verschwitzt. Okay, Kian. Ich bräuchte ein Handtuch fürs Gesicht. Have I been a terrible und die Eier. Fool, Arthur? I don't know. I don't know enough about it. But one thing I do know. There ain't no shame in looking for a better world. I missed you, Arthur. Are you and Mary sweet on one another again? Ich ja, sie nein. That's all a long time ago, son. Soll man nicht einfach hier durch den Tunnel reiten? Well, kann schon nicht schief gehen, oder? Today would turn out. It's been a long time, Jamie Gillis. You were a kid last time I saw you. Didn't try to kill yourself. Oh, schöner Tunnel. You know, you taught me how to ride a horse. Hier müssen wir ausweichen, die sind sehr toxisch. Da sind tatsächlich grüne Lichter dran. Valentine? You'd fall for that? They were very nice to me. They're decent. Naja. Please tell me you didn't give them any money. Of course I did. They rely on charitable donations. Jesus, Jamie, come on. I just wanted to believe that there might be something good coming my way one day. Guess that's dead in the water. With the turtles. Shut up. All Father kept telling me was, you won't amount to anything. Dein Vater ist auch ein Arsch. I had to get away.
I couldn't take it anymore. Forgive me, but your father's a bully and a coward. Don't listen to him. Hey, don't talk about him like that. What do you want me to say, Jamie? He's a good father? Nice man? He won't be happy I saw you. Please send him my worst regards. Ja, das würde ich auch sagen. Schlechte Grüße. I'm not good at anything. Oh, wieso hat mein Pferd so wenig Ausdauer? Tell me something you like. Don't think too hard. Apples, I guess. Apples? Yeah, I love apples. Sehr gut. Okay. I was thinking more along the lines of carpentry or horses or something, but all right, go work in an orchard then. Here we are. She must be waiting inside. Dann müssen wir das Pferd nochmal in die Reinigung geben. Schau wieder komplett am Arsch. So, dann komm mal mit, Jungchen. Mary hat jetzt die ganze Zeit, die ganzen Stunden am Bahnhof auf dich gewartet. Ein bisschen. Ja, ich bin immer nervös. Pass doch auf mit deinem Mehlsack. Also wirklich, manche Leute. Mir ging's nie besser. Jamie! Jamie! Come home! Please, you've... Father's been very sad. Father wouldn't know sadness if it died in his bed. But I'll come home for you. My boy. My sweet boy. Come on. Oh, Arthur. Thank you. Thank you. It's good to see you, Mary. And you, Arthur. Mm-hmm. And you. Endlich mal mit mehr Gesichtsbehaarung wieder. Beim nächsten Friseurbesuch muss ich aufpassen. Jo, alles an Bord. Macht's gut, ihr zwei. Schreibt mal wieder. You're... Ja. Oh, you'll never change. I know that. Vierer Punkt. Aber... Eine Art zu leben ist auch irgendwie nice. Also nicht, wenn man das wirklich so durchmachen müsste. Aber für ein Spiel taugt das relativ gut. So. Wofür schlägt's uns denn jetzt wieder hin? I feel like the luckiest man alive and I feel like a fool. That woman confuses me and plays me for a fiddle like no one else alive. I trust I will not make a god-awful fool of myself once more, but... Ja. Somehow I imagine I shall. Das denke ich auch. Kenn uns doch zu gut. So, hui, das war sogar Silber. So, vielleicht hätte ich nicht neu starten müssen, hätte es besser geklappt. Dann würde ich aber tatsächlich sagen, sind wir am Ende der Episode angekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.